Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich war wieder shoppen und zwar für Weihnachten. Ich war erst im Kick, da habe ich allerdings keine Weihnachtssachen eingekauft und zwar habe ich ein Geschenk besorgt für ein, wie alt ist der kleine Mann? 6 Monate. Und ich zeige euch erstmal, was ich für den kleinen Mann geholt habe. Ich sag's euch, ich war schon so lang nicht mehr shoppen für ein kleines Baby, wirklich. Und ich bin so begeistert, was die für tolle Sachen haben. Unglaublich. Was guckt der da raus? Und zwar habe ich einmal hier diese Strümpfe mitgenommen. Die sind so süß mit diesen Waldmotiven. Ich mache es mal so rum. Mit diesem Fuchs und diesem Bär und einem Waschbär. Also so richtig, richtig hübsch. Wie viel sind denn da drin? 3 Socken. Genau richtig für den Winter. Und das haben die jetzt momentan gerade bei Kick. Und die durften natürlich mit. Richtig schön. Ah. Es hat mir so Spaß gemacht. Ich hätte wirklich da kaufen können. Aber gut, es ist ja ein Geschenk und ich dachte, komm, lässt du dir einfach länger Zeit, denn es soll ja was Schönes sein. Und ja, und dann habe ich diese, das war so ein Set, so ein Zweierset an Hose, so hübsch. Einmal in Braun, auch etwas dicker. Das ist übrigens Größe 86. Einmal hier dieses Braun und dann dieses Dunkelblau, Marienblau mit Sterne. Also richtig, richtig hübsch. Hätte ich noch den passenden Pulli dazu gefunden. Die hatten den passenden Pullover. Das Problem war, die Größe war 68. Oh, Leute, es ist schon so lange her, ich kenne mich damit nicht mehr so gut aus. Ich glaube, 68, das wäre viel zu klein gewesen und es hat mich schon ein bisschen geärgert. Ich schaue mal, vielleicht finde ich noch so, ja, noch so einen Pullover in dieser Farbe. Muss ich einfach mal schauen, aber ich bin total begeistert. So süß, wirklich. Bin mal gespannt, wie er darin angezogen aussieht. Bestimmt total niedlich. Ja. Das war das, was ich vom Kick noch holen wollte, ein kleines Geschenk und ich hoffe, es passt, aber ich denke schon, Notfall habe ich dann einen Kassenzettel mitgenommen. Gut, dann war ich im, wo war ich? Im Teddy, genau. Und da fangen wir jetzt auch direkt mal mit an. Ich habe ein paar Kleinigkeiten mitgenommen und zwar habe ich hier diesen süßen All I Want for Christmas is You. Herz. Voll süß. Habe ich hier diese Blechschale oder Blechteller mitgenommen für 1 Euro. Ich zeige euch nochmal das Motiv. Ich war total begeistert und ich dachte, Mensch, das musst du unbedingt mitnehmen für Plätzchen oder Leckereien, was man halt so in der Weihnachtszeit isst. Und ich finde, also ich finde diesen Lebkuchenmann mit der Weihnachtsmütze absolut hübsch und deswegen durfte er mit. Vielleicht hole ich mir noch so einen. Ich habe auch gar nicht darauf geachtet, ob es vielleicht noch eine andere Farbe gibt. Aber egal, in Rot, das passt. Ja, dann habe ich, das habe ich entdeckt. Okay, wir fangen erstmal hiermit an. Ganz, es hat nichts mit Weihnachten zu tun. Ich habe hier so Haken mitgenommen, so Klebehaken. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Bei mir fallen die Klebehaken ständig vom Fenster, obwohl ich es vorher sauber mache, obwohl ich, da ist alles clean. Es wird entfettet, es wird angetrocknet, es wird trocken gemacht. Ich mache die Klebehaken drauf. Ich lasse sie 24 Stunden hängen, bevor ich überhaupt die Gardine dranhänge. Tja, irgendwie fallen sie ständig ab, deswegen durften noch mal 4 mit. Gut, jetzt weiter zu den Weihnachtssachen und ich habe mir für 2 Euro einmal hier dieses Herz mitgenommen. Das ist so aus Samt. Es gab
allerdings auch Sterne. Und ich habe mir gedacht, Mensch, also ich zeige euch jetzt auch noch mal das Rote. Also zwei Stück für 2 €. Richtig, richtig hübsch. Und ich habe natürlich weitergedacht. Denn hätte ich jetzt die Sterne, hätte ich die Sterne gekauft, sehen auch wunderschön aus, aber die kann man doch wirklich nur in der Weihnachtszeit am Fenster hängen lassen. Ja? Dann sieht das wunderschön aus zur Weihnachtszeit. Aber ich dachte mir, wenn ich jetzt mir hier diese 2 Herzen kaufe, die können das ganze Jahr am Fenster hängen und ich finde es richtig schön, ganz klassisch in beige und in weiß-beige und in rot, mit Samt überzogen, mit diesen wunderschönen Knöpfen, Kugeln, schön eingearbeitet und das für 2 €. Also wirklich, da kann man nichts sagen. Richtig, richtig hübsch. Gut, was habe ich noch mitgenommen? Genau, dann durfte für 2 € ganz klassisch hier so ein Hirsch mit. Der ist auch richtig hübsch, gefällt mir ganz gut. Ich mag ja so oder so zur Weihnachtszeit viel. Ich arbeite, ihr wisst ja, viel mit Naturmaterialien. Ich gehe raus in den Wald oder in unseren Garten, das ist ja ein halber Wald. Und dann sammle ich die Sachen, dann dekoriere ich das. Und wir haben ja auch Tannenbäume im Garten. Und ich dachte mir, wenn ich ein paar Tannenzweige unten drunter lege und diesen Hirsch da drauf platziere, sieht das doch ganz süß aus und für 2 € gut. Früher war es 1 €, ne? Jetzt ist es 2 €. Aber trotzdem, ich finde es sehr hübsch aus Holz oder Spanplatte, egal. Ich finde es hübsch, deswegen durfte der Kamerad mit. Genau. So, und dann, genau, ich komme. Und dann, ihr wisst, ich liebe alte Dekorationen, also so Nostalgie und New English Style und so weiter. Und da habe ich dieses wunderschöne Schaukelpferd entdeckt, finde ich so hübsch, wirklich. Ich habe ja eins in groß und ja, und jetzt habe ich das gesehen. Kostet 3 €, das ist absolut gerechtfertigt, der Preis, denn das Material ist wirklich sehr gut. Es ist sehr gut alles verarbeitet, wenn ich mir das anschaue. Und ja, für 3 €, da kann man echt nichts sagen. Da mache ich jetzt auch mal das Preisschild ab. Da kann ich es euch nochmal richtig zeigen. Und ich finde das so dermaßen weihnachtlich. Normalerweise ist es so ein Anhänger. Aber ich lasse das einfach so auf der Fensterbank oder mal schauen. Irgendwo wird es schon seinen schönen Platz finden. Oder Kamin, genau. Kamin ist auch was Feines. Ja, der Kamerad durfte mit. Und ja, gut. Was habe ich noch geholt? Das war es eigentlich schon an Weihnachtssachen. Ich habe mir, es gibt ja diese Christrosen, ne? Die gibt es ja, also... Ich bin kein, wie soll ich sagen, Experte. Ich weiß nicht, ob es die in Rot und in Weiß gibt, aber Rot und Weiß ist ja nun mal auch so eine wunderschöne Weihnachtsfarbe, Rot so oder so, Weiß auch. Und da habe ich diese schönen Gläser entdeckt mit diesen, das sind Kunstblumen. Gut, hier, das ist eine Rose, ist jetzt nicht so weiter dramatisch. Wie gesagt, habe ich die 2 Gläser entdeckt. Die haben vorher 3 € gekostet pro Stück. Finde ich sehr, sehr teuer. Und die waren runtergesetzt, erst auf 1 €, dann auf 65 Cent. Und ja, und da durften die 2 natürlich auch mit. Mal schauen, was ich mit anstelle. Aber ja, zu Weihnachtszeit, es passt. Ja, ihr Lieben. Und dann, ihr glaubt es nicht, ich weiß nicht, ich habe immer so ein Glück. Ich bin einkaufen gewesen und bei dem wunderbaren Wetter fahre ich natürlich Fahrrad. Ich fahre so oder so bei Wind und Wetter, außer bei Schnee, ne, Fahrrad. Und ich bin vom Teddy Richtung nach Hause gefahren
Und da war ein Karton, da stand ein Karton. Und da stand auf dem Karton viel Freude damit, um drüber zu verschenken. Dachte ich, Mensch, ja, willst du jetzt nicht stehen bleiben, weil ich habe ja mein ganzes Zeug dabei. Aber ich bin stehen geblieben und ich bin froh, dass ich das getan habe. Denn ihr glaubt es nicht, was in diesem Karton war. Also ich war wirklich begeistert. Ich musste noch mal lesen, ob es wirklich zu verschenken ist. Und was es ist, zeige ich euch jetzt. Diese wunderschönen Kerzenständer. Also ich bin so begeistert. Am liebsten hätte ich geklingelt und hätte mich bedankt und hätte ja, hätte mich einfach bedankt, und weil ich das so toll finde, schaut euch mal. Zwei wunderbare Kerzenständer, und die kommen auf jeden Fall bei uns ins Wohnzimmer. Wie ist denn das bei euch? Stellen bei euch auch ab und an mal Leute Sachen raus zu verschenken? Also bei uns machen das ganz viele Leute, und ich finde das echt eine tolle Sache. Ich verschenke auch unglaublich viel bei eBay Kleinanzeigen. Wenn ich dann aussortiert habe, dann sage ich, schreibe ich immer dazu zu verschenken. Und ihr glaubt nicht, die Leute freuen sich so sehr. Ja, ich finde das eine schöne Sache. Und man kann auch irgendwie immer mal was zurückgeben. Und ja, und da habe ich mich jetzt zum Beispiel richtig mega gefreut. Das war zu verschenken, und dann, ach nee, habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Und dieser wunderschöne Engel. Also das ist wirklich massiv Holz, ne? Da ist nichts dran. Finde ich mega, wirklich. Ich habe mich so gefreut. Das kommt auf jeden Fall ins Wohnzimmer. Das passt bei uns wunderbar auf die Fensterbank. Und dann, das Beste ist, ich habe das bei Amazon, habe ich mir das schon in den Einkaufswagen gelegt. Und zwar ist das dieses Glas, muss ich natürlich sauber machen, ist von ein bisschen verstaubt, aber das ist absolut nichts dran. Ich habe mir das wirklich in den Einkaufswagen gelegt, denn um Bonbons reinzumachen, finde ich das mega schön, denn wir haben ja jetzt ja, die Küche ist jetzt komplett. Die werde ich euch auf jeden Fall bald mal zeigen. Und die kommt auf jeden Fall auf unsere Kücheninsel mit den Bonbons drauf. Und ich finde es mega, und ich habe mich wahnsinnig gefreut. Ja, ihr Lieben, das dazu unverhofft kommt oft, ne? Ich habe nicht damit gerechnet, und ich bin so froh, dass ich stehen geblieben bin. Ja, ihr Lieben, das war's für heute. Ich hoffe, ihr hattet ganz viel Spaß mit meinem Video. Ein kleiner Start in die Weihnachtszeit. Der Oktober ist so schnell rumgegangen, der ist so schnell rumgegangen. Jetzt haben wir schon November, und jetzt dauert es nicht mehr lang, und dann haben wir schon den ersten Advent. Es ist Wahnsinn. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, wie gesagt, dass euch mein Video gefallen hat. Wenn ja, würde ich mich über ein kostenloses Abo freuen, und ja, und über einen lieben Kommentar so oder so. Und wenn ihr noch Zeit habt, dann checkt mir ganz gern ein Däumchen nach oben. Okay, jetzt höre ich auf zu reden. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt, und bis die Tage. Ciao, ciao.